das schlaue Karnickel. Ich bin so doof. Ich wollte doch gerade was anderes machen. Ich muss nochmal ganz kurz zurück zum Lagerhaus. Auf jeden Fall so schlüppermäßig. Also es gibt ja auch günstige Boxershorts, pipapo, um das mal daran festzumachen im Vergleich zu Küchen. Wofür zahlt man? Zahlt man da letzten Endes dann doch für den Namen, aber dann so einen riesigen Aufpreis? Ist denn eine Küche dann... Ist das ein Statusobjekt wie ein Auto oder sowas? Ist das dann so, dass man Leute einlädt und sagt, hey, guck mal meine Küche? Oder dass man dann Fotos davon... Na gut, wahrscheinlich stellt man Fotos davon auf Facebook. Da bist du ja, Ponybike. Dich suche ich. Tue ich die Kohle erstmal hier rein. So, Ponybike. Ponybike, Ponybike. Pony, nein. 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 Pony. Ja, Pony. Ja, da ist Derpy wieder. Und jetzt müssen wir nur aufpassen. Wahrscheinlich, wenn ich gleich wieder zurückkomme, ist er tot. Ich glaube, die andere, unsere... oh ne, die Kohle nehme ich natürlich mit. Derpy Number One wurde, glaube ich, sie ist im Urlaub, Kinder. Sie ist nur im Urlaub. Sie ist nur im Urlaub. Sie kommt halt wieder. Wirklich, Papa, nur im Urlaub? Ja, ja, sie ist nur im Urlaub. Ja, immer dieses Glaubwürdige. So, wir fliegen jetzt wieder rüber auf Derpy. Ich freue mich. Und da hinten sieht man schon, dass ich momentan sehr viele andere Programme offen habe, denn die Karten laden ewig. Ich bin mal gespannt. Ich werde demnächst eine kleine Hardware-Änderung hier vornehmen. Eine winzig kleine Hardware-Änderung. Und ich hoffe doch, dass Minecraft dann dementsprechend... Also wenn Minecraft dann nicht rennt, dann weiß ich auch... Wieso rutscht denn der Bär da unten auf dem Arsch rum? Alter, was ist das denn für ein schräger Bär? Was bist du denn für ein kranker Bastard, Alter? Du kannst ja nicht deinen Arsch hier am Rasen schubbern. Ich glaube, das interessiert ihn gar nicht, was ich hier so denke. Hey, Bär! Ich glaube, der macht's mit der Blume. Alter, so ein ekelhafter Lustbär. So, pass auf, Derpy, dich packe ich... Ach, Alter, es wird schon wieder Nacht. Das darf doch nicht wahr sein. Ich will doch nicht immer nur gegen Monstrositäten kämpfen. Derpy, ich packe dich hier auf die Brücke. Bitte bleib hier. Das Konzept von hier bleiben kennst du aber, ne? So, ich bin mal gespannt, wie lange es dauert, bis er wieder tot ist. Naja. So, was haben wir hier in der Kiste? Hier haben wir ja noch eine Menge Kobbel. Das ist ganz gut. Huch. Da hat er gerade ganz kurz gerödelt. Bär? Das ist ein Stranger Bär. So, da hinten sehe ich schon... Ah, oh, was ist das denn? Ist das böse? Das sieht so klein und niedlich aus. Ach, das ist nur ein schwarzes Pferd. Okay, Gott sei Dank. Würde ich gerne tamen, aber ich habe keine Ahnung, wie das geht. Und hier liegt Hühnerfleisch rum und da ist wieder Bogenschützen. Es geht wieder los die Nacht. Wir haben Level 12. Eigentlich würde es sich lohnen jetzt... Ach, Alter. Ihr seid so dumm, Alter. Ihr seid so dumm, ey. Ihr dummen Oschis. Aua! Nicht auf mich. Dumme Oschis, ey. Dumme Oschis. Auf wen schießt er jetzt? Nicht auf mich, ne? Aua! Aua! Hier mache ich einen zweiten Schlitz in die Brüste. So, Gleichberechtigung. Auch die Mädels kriegen hier ordentlich aufs Maul. Ist doch klar, liebe Frauen. Da ist man nicht bescheiden. Da gibt's volles Pfund aufs Brett. So. Die Frage ist, kann ich jetzt hier unbedarft weiterbauen? Und die andere Frage ist... Ach, verschwinde. Komm, geh weg. Kann ich mal die Kleinen beschützen? Die andere Frage ist... Aua. Die Muck ist wieder sehr cool. Was? Astyanax.
Die große Frage, die ich mir gerade stelle, ist, soll ich jetzt tatsächlich noch einen in die Höhe bauen? Irgendwie habe ich das Gefühl, dass diese Höhe hier eigentlich perfekt ist. Ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt noch einen höher baue, wäre es nicht so gut wie jetzt. Auch wegen der Höhe der Büsche hier zum Beispiel. Ich glaube, wir sind da eigentlich auf einem guten Level, obwohl die Büsche könnte man ja auch einen höher ziehen. Da drüben ist es auch einen höher und hier wäre vielleicht... Ich höre wieder irgendwas rumlaufen. Und hier wäre vielleicht der Abhang zu groß dann? Nee, der wäre eigentlich jetzt zu klein, oder? Probieren wir es mal aus. Liebe Genossen, ich setze hier einfach mal Maßstäbe. Nein, eigentlich nur Blocks. Oh, oh, oh. So viel zum Thema Maßstäbe. Es sind sehr kleine Maßstäbe. Stäbchen, Maßstäbchen sozusagen. Oh, Mars, Maßeis ist voll lecker. Maßstäbchen. Dann müsste ich aber den Gravel wegräumen, quasi. So. Nur mal so als Beispiel. Ich weiß, das wird dann hier nicht alles Gedingse. So von der Tiefe her wäre das eigentlich besser, ne? Alter, wie damaged die Viecher einfach aussehen, manchmal die Creeper. Von der Tiefe her wäre das eigentlich besser. Jetzt ist nur die Frage. Ich mache es anders. Ich mache es anders, liebe Freunde. Ich mache es anders. Anders als geplant. Ich hoffe, hier ist kein Creeper in der Nähe. Dann können wir hier einfach... Bauen wir hier einfach mal durch. Was soll schon passieren? So, hier war noch... Ach, hier ist die zuge... kleisterte Blume vom Bären. So, da hinten haben wir einen Creeper. Ach, da kommt der um die Ecke geschubbert. Na komm, wir wissen doch beide, was du willst. So, wir schlagen natürlich niemanden mit Brille. Dich habe ich auch genau gehört. Aua. Die sind so klein, die trifft man nicht immer. Und dann denkst du immer, die springen, aber die springen nicht immer. Alter, was macht der denn? Der killt Kleine seiner eigenen Brut, seiner eigenen Rasse. Oh, wie menschlich der Skorpion noch ist. So. Dann müssen wir nochmal gucken, dass wir dann hier einen höher kommen. Das kriegen wir aber, glaube ich, hin. Dann gehen wir also doch einen in die Höhe, auch wenn ich das Gefühl... Auch wenn ich das Gefühl hatte, dass dies eventuell die perfekte Höhe sein könnte, aber... Nur weil ich das Aua! Hier weg! Nur weil ich das Gefühl habe, muss das ja noch lange nicht heißen, dass es stimmt. Und was ich erstmal mache, ich drücke mir natürlich erstmal ein Kloß in den Hals. Killer. So. Und dann würde ich sagen, wir bauen hier erstmal zu, dann baue ich den Weg ein hoch. Halt's Maul. Aua. So, hier kommt keiner. Dann mache ich einfach mal dicht. So, und dann mache ich hier auch nochmal dicht. Und dann mache ich... Hat mir einer in die Kommentare geschrieben, ich soll nicht so viel Minecraft spielen. Also einer ist gut, das ist ja nicht das erste Mal. Ich soll nicht so viel Minecraft spielen, das ist doch langweilig auf Dauer. Zu viel Minecraft. Und ganz ehrlich, natürlich stimmt das. Deswegen spiele ich auch nie auf einmal, sondern immer häppchenweise. Also quasi, man kann sagen, es liegen immer viele Tage dazwischen, wenn ich aufnehme. Das heißt, es geht eigentlich. Manchmal hat man auch keine... Boah, bist du dumm. Manchmal hat man natürlich auch keine Lust auf Aufnehmen, aber das heißt ja nichts, man muss ja nicht jeden Tag aufnehmen. Das ist ja das Schöne dabei. Also ich bin da quasi ganz tiefenentspannt und wenn dann jemand sagt, irgendwie, mach doch nicht jeden Tag Minecraft, das ist langweilig, dann sehe ich das eigentlich so wie mit allem anderen. So wie zum Beispiel, das gilt fürs Fernsehprogramm, das gilt für, ich weiß nicht, für...
irgendeine Serie oder sonst irgendwas für alles eigentlich. Ich sehe das wie mit Schokolade im Supermarkt. Auhahaha! Schokolade im Supermarkt, du Arschloch! Boah, das reicht's aber hier. Ich bin Mobbing-Opfer. So, reicht's mal. Alter, hör auf! Du warst doch gerade tot. Jetzt wollte ich die Spinne gerade beleidigen, indem ich sage, ich habe mit deiner Schwester geschlafen, aber ganz ehrlich, das wäre ekelhaft. Generell muss ich sagen, ich stehe nicht auf Spinnen. So, was ich aber eigentlich sagen wollte, Supermarktschokolade, ne? Zu viel Minecraft spielen ist doch langweilig, natürlich stimmt das, aber ich sehe es eben wie Supermarktschokolade, nur weil da, sage ich mal, in jedem Supermarkt 100 Tafeln Schokolade liegen, heißt das ja nicht, dass man 100 Tafeln Schokolade fressen muss. Alter, das hat mir ja gerade noch gefehlt. Boah, verpisst euch doch mal. Ich hab hier gerade... Also mit der Supermarktschokolade, ne? Das ist genau wie mit der Meinung. Das hat das nicht Dieter nur gesagt. Jeder darf eine eigene Meinung haben, aber das heißt nicht, dass man eine eigene Meinung haben muss. Und wie wahr das ist. Und das ist teilweise ja wirklich erschreckend. Gerade in den YouTube-Kommentaren sieht man das immer wieder, wie wenig Menschen eigentlich den Unterschied zwischen Meinung und Beleidigung sehen. Oder kennen. Hier war doch noch was. Nicht. Okay. Zum Beispiel, wenn man schreibt, ey Gronkh, du bist ein fettes Arschloch. Dann ist das... Ah ne, ey Gronkh, du bist ein fettes Arschloch und das ist meine Meinung. Dann ist das keine Meinung, sondern eine Beleidigung. Und selbst ein Gronkh, ich finde, das ist immer noch keine... Nein, 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 nein. Es ist so ein bisschen... Naja, diese Kommunikations... Ich glaube, einige sind so ein bisschen kommunikationsgestört. Die haben da so ein bisschen... Ich weiß nicht, die sozialen Aspekte ein bisschen verpasst. Die Socializing zwischen Menschen. Wie das Ganze so funktioniert, wie man miteinander redet. Und wenn man denen dann aber... Wenn man die aber vorführt und denen dann irgendwie nochmal... nett eine reinwirkt, weißt du? Dann bist du gleich der Spasti. Dann bist du gleich der Pisser. Das ist genauso wie, es gab irgendwo mal, ich weiß gar nicht, wo das war, es hieß mal irgendwo, ich würde ja keine konstruktive Kritik zulassen, sondern nur noch Kommentare von Elfjährigen. Weißt du, das war, was, wer so was auch noch glaubt, das ist natürlich auch noch, sorry, da kann ich ja nichts für. Die Leute schreiben viel auf YouTube, da muss man nicht alles glauben. Aber es gibt ja Leute, die wollen einfach sowas glauben, die suchen dann einfach immer nach was Schlechtem, die suchen dann... möglichst Wege, dir eine reinzuwirken, und davon gibt's gerade auf YouTube inzwischen gar nicht mal wenige. Das war früher seltener der Fall und ist inzwischen aber mehr geworden. Und dann gab's halt Leute, das kann ich so aus eigener Sache berichten, da gab's Leute, die haben verzweifelt nach Angriffsflächen gesucht, haben alles Mögliche als Vorwand genommen, um irgendwas Schlechtes sagen zu können, und naja, und kamen damit aber nicht sonderlich weit, weil war halt alles ausgedacht, weißt du, weiß ich nicht. Huch, ich mache hier mal... Ich hoffe, ich mache das hier gerade richtig, was ich hier gerade fabriziere. Und dann... Naja, die gleichen Leute habe ich inzwischen nochmal irgendwo, ich sag mal, auf einer anderen Plattform gesehen. Und dann sind die jetzt inzwischen auch auf dieser Schiene fett oder hässlich oder bla 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 oder geldgeil bla 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 bla. Und auf der Schiene sind die dann hängen geblieben. Ist traurig. Manche Leute entwickeln sich im zunehmenden Alter tatsächlich zurück. Ist tatsächlich traurig. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ob da vielleicht... Weiß ich nicht. So ein bisschen mangelnde Eigeninteressen dran liegen oder sowas. Keine Ahnung. Wenn man sein Leben dadurch definiert, vor dem Internet zu sitzen und andere Leute schlecht zu machen oder andere Leute schlecht zu machen. Ich betone das mal anders. Sorry, aber meines Erachtens hat man dann im Leben irgendwas falsch genommen. Da hat man irgendwo die falsche Abkürzung genommen. Weil ganz ehrlich, wenn du sonst nichts zu tun hast, dann such dir mal lieber ein anderes Hobby. Und wenn mich jemand fragt, ob ich hobbylos bin, habe ich ja auch schon oft genug in den Kommentaren gelesen, ey, du bist voll hobbylos, du spielst schon 1000 Folgen Minecraft. Dann verstehe ich nicht, wie Leute da nicht raffen, dass das zum Beispiel auch ein Hobby ist. Abgesehen natürlich von den ganzen anderen Sachen, die man so macht, die wissen die Leute ja meistens gar nicht. Aber natürlich ist Zocken auch ein Hobby. Und warum verstehen, oder wollen die das nicht verstehen? Ich verstehe es, huch, Mist. Ich bin da viel zu weit. Ich verstehe das selber nicht, warum das nicht verstanden wird, quasi. Ist mir so ein bisschen ein Rätsel. So, ich mache mal hier ganz kurz. Habe ich noch? Da habe ich noch.